Dass sie es besser können, das ist jedem klar. Dass viele aber auch die Topform aus besseren Zeiten nicht mehr finden werden, ebenso. Und wieder sind wir bei den offenen Fragen und den Puzzleteilen. Sind einige sauer, dass ihre Zeit in Mannheim ausläuft? Stört das die 100%ige Konzentration? Darf man aber selbst dann von einer durchschnittlichen Mannschaft wie Iserlohn zwei Drittel hergespielt werden? Oder ist die angesprochene Angst, in der SAP-Arena zu spielen, so groß? Angst im Profigeschäft? Angst wovor? Angst vorm Versagen vor eigenem Publikum? Warum aber kommen sie dann gegen Iserlohn zurück? Klar, die Gäste hatten zurückgeschaltet, damit ergaben sich zwangsläufig Torchancen. Der erzwungene eine Punkt war okay, mehr durfte man für nur 20 Minuten Arbeit nicht bekommen. Der Sieg der Gäste in der Verlängerung ging völlig in Ordnung. Warum aber zwei Tage später nicht darauf reagieren und von Sekunde 1 bis zum Ende bedingungslos fighten? Es blieben 24 Stunden, die Mannschaft daran zu erinnern. Die Trainer haben es nicht geschafft, dies zu tun. Das letzte Tor am Sonntag erzielte erneut die Gästemannschaft. Das ist das Fatale und genau hier liegt der Ansatzpunkt.